Dann abonniert doch gerne den Kanal. Dann ciao. Meinst du? Es war so peinlich. Jost und ich haben auf dem Zimmer Fotos gemacht für den Fotowettbewerb. Okay. Und ich hatte halt ein Kondom dabei, weil ich einfach mein erstes Mal hinter mir haben wollte. Und ich hab's halt dann rausgeholt und ja, dann sind wir uns halt näher gekommen und es ist passiert. Jost hat angefangen zu kotzen und das war's auch schon. Also ist doch mega. Also das ist absolut unangenehm und absolut dämlich gerade. Stimmt. Ja. Mhm, okay. Also ja. Nee, klar. Macht Sinn. Ich bin gespannt auf die Rückblende, Alter. Das ist die Storyline. Bruder muss Jost. Und dann kam Frau Ostermann rein und hat uns erwischt. Und sie hat nicht mitgemacht. Das ist das Schlimmste an der Sache. Frau Ostermann hat mal wieder nicht mitgenommen. Nicht mitgemacht. Und das ist scheiße, Alter. Drei mit Frau Ostermann? Ja, schön wär's, Alter. Georg, hättest es haben können, Alter. Georg, du hättest alles haben können. Dummkopf, ey. Dummer Georg. Und jetzt hat sie mir den Kontakt zu Jost verboten. Frau Ostermann, natürlich jetzt den Kontakt verboten. Das ist natürlich scheiße. Weil du jetzt auch noch halt 2 Wochen da sind, ne? Aber du fliegst nicht. Nein, aber ich darf Jost nicht mehr sehen. Und wie war's? Es war nicht schön, es hat wehgetan. Also es hat wehgetan, dass Frau Ostermann reinkam. Sonst war es eigentlich echt geil. Aber das ist wie Pflaster abreißen. Es tut beim ersten Mal weh und dann wird's besser. Was ist das denn für ein scheiß Vergleich? Wann tut denn Pflaster abreißen nicht weh? Wann ist denn Pflaster abreißen beim zweiten, dritten Mal geil? Das ist ja niemals der Fall. Das ist der beschissenste Vergleich, den sie hätte wählen können. Das ist wie wenn dein Hamster stirbt. Beim ersten Mal ist voll scheiße, aber beim zweiten Mal ist besser. Nee, weil der Hamster immer noch tot ist. Genauso beim Pflasterbrechen. Das macht gar keinen Sinn. Hi, ich sollte herkommen. Ich habe mir heute was für uns ausgedacht. Auf welcher Klassenfahrt muss man selber sein Essen kochen, Alter? Ist das irgend so ein Sozialstundending? Keine Ahnung. Ist irgendwo nebenan ein Knast oder was? Ich weiß es ja nicht, ey. Was ist das für eine seltsame Klassenfahrt, wirklich? Ich habe was gekocht. Dann müssen wir nicht mit den anderen zusammen essen und haben ein bisschen Zeit für uns. Das ist richtig lieb von dir. Ist richtig lieb von dir, aber, also, das ist eine Küche. Du bist hier einfach, du darfst hier nicht kochen. Aber ich kann das nicht essen. Warum kannst du es nicht essen? Ich bin vegan. Also wir können ja die Soße einfach weglassen und immer noch zusammen essen. Ich habe mir so Mühe für die Soße gegeben. Wo ist dein Problem mit der Soße? Ich esse kein Fleisch. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's ganz freaky. Sie ist Vegetarierin. Oh, Leute, jetzt geht's aber richtig los. Jetzt geht's aber richtig los, Alter. Jetzt ist aber Drama hier. Da muss ich aber Jost, Alter. Ich kann warum sagst du mir nicht vorher? Ich habe mir so lange jetzt so Mühe gegeben, diese Soße zuzubereiten. Als wäre das so schlimm, Alter. Verpiss dich mit seiner Billigsoße und hau ab, ey. Das ist doch... Also, tu mir einen Gefallen, Digga. Die Soße sieht absolut beschissen aus und ich kann absolut nachvollziehen, dass sie keinen Bock hat, diese Soße zu essen. Hau doch einfach ab damit, Mann. Die sieht aus, als hättest du die aus einer scheiß Dose geholt, Mann. Lass dir doch einfach essen, was sie will. Was ist denn mit dir, Digga? Ich hab mir so Mühe gegeben für die Soße. Ja, okay. Scheiß doch drauf, Mann. Was ist denn mit dir, Stanley? Stanley, komm mal runter jetzt. Scheiß, weißt du, Nudeln, es dauert 5, aber die Soße ist aber richtig Mühe mit drin. Wir können es doch immer noch zusammen essen. Aha, dann kann ich es gleich wegwerfen, weißt du? Das ist eine sehr rationale Entscheidung, weil die Nudeln, die kann man ja nicht ohne Soße essen. Das ist sehr reif und sehr rational und da sieht man auf jeden Fall, dass Stanley ein absoluter Ehrenmann ist. Ja. Richtig toll, Mann. Ich meine, es tut mir total leid, dass Stanley sich so viel Mühe gegeben hat und mir was Leckeres kochen wollte. Es ist echt süß, aber ich kann einfach kein Fleisch essen. Ich meine, ich weiß, alle denken immer, ich wäre voll reich und oberflächlich. Ja, ich bin schon ziemlich reich. Aber es ist einfach so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo es immer einen großen Überfluss an Fleisch und Essen gab und ich kann das einfach nicht und ich werde das nicht unterstützen. Mhm. Also ich muss ehrlich mit euch sein, ich bin zwar schon seit mehreren Monaten, Jahren vegetarisch, aber ich glaube, ich werde jetzt Veganer. Also sie hat mir jetzt wirklich gezeigt, dass die Gesellschaft so scheiße ist und sie hat mich komplett von vorne bis unten umgekrempelt, dass ich jetzt ernsthaft überlege, ja, wow, danke dafür, Mann, danke. Ein tolles Weltbild hast du da, wirklich, echt geil. Es lief so gut mit Cheyenne, wirklich. Ich glaube, wir haben da eine Verbindung. Ich fieser Spacken da mit diesem behinderten Topf in diesem Scheißgarten steht, Alter. Was ist denn mit dir, Bruder? Mann! Ich glaube, ich habe echt Gefühle für sie.
Und jetzt macht sie so einen Arschloch-Move. Ich als Mann. Als Mann. Als Mann. Ich als Mann. Ich bin ein Mann. Koche für sie. Ich koche für sie. Und das ist ihre Dankbarkeit? Das? Wirklich, wow. Wow, ich bin wow. Einfach enttäuscht. Ja. An der Stelle muss ich ganz kurz sagen, dass vielleicht der Justizvollzugsbeamte nochmal kurz schauen sollte, weil ihr bricht gerade ein Geisteskranker aus. Oder ein, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, er bricht ein. Wo kommt er denn her? Wo kommt er denn her, Alter? Ostermann? Oh nein, Ostermann? Gar keine Idee. Gar Ostermann? Keine gute Idee. Hier. Hi. Hi. Meine Fotos für den Wettbewerb. Warum sieht Frau Ostermann wirklich immer jedes Mal so aus, als hätte sie gerade eine Camshow hinter sich, Alter? Was ist denn mit ihr? Frau Ostermann, Junge. Das ist es, Alter. Die Frau fürs Leben. Ah, jetzt, da ist es wieder. Sehr schön. Ja, danke. Dann bist du ja die erste Person, die abgibt, ja? Mhm. Denken Sie dran, Sie haben sie zu früh nach Hause geschickt. Es kann nur einen Gewinner geben. Ja. Ciao. Er droht einfach der Lehrerin. Ja, moin. Und denken Sie dran. Sie haben sie zu früh nach Hause geschickt. Es kann nur einen Gewinner geben. Nee, sympathischer Schüler. Sympathischer Schüler, absolut. Ich habe seinen Namen zwar nicht mehr im Kopf, aber absoluter Ehrenmann. Ich habe jetzt eingesehen, dass ich gewirkt haben muss wie ein Stalker. Das ging echt zu weit, aber so einfach lasse ich mich von der Klasse nicht abwimmeln. Ich habe auch Fotos für den Wettbewerb gemacht mit Jolene und die werden alle umhauen. Alter, das ist ein absolut gruseliger Mensch. Kann man nicht anders sagen. Drexler? Ja? Hast du eigentlich ein Lieblingsessen? Stanley und ich waren zusammen oft, warte, mein Lieblingsessen. Also ich ja, ich liebe Spaghetti Bolognese, denn ich liebe Nudeln. Ich glaube, ich mag Brot. Warum Brot? Weil ich so kernig und trocken wie Brot bin. Ich bin Drexler. Sehr, sehr guter Charakter. Kann man so viel drauflegen. Aber was anderes. Fernando. Ja. Ich glaube, ich muss dir Achtung. Was. Achtung! Achtung! Was ich noch keinem gesagt habe. Geht's um deinen Vornamen? Nein, um Gottes Willen. Dein Vorname ist Martin. Martin Drexler Drexler. So lange kennen wir uns jetzt auch nicht. Worum geht's dann? Um was ganz anderes. Und zwar. Der Cliffhanger kotzt mich an. Kleine Maus. Boah, ich versteh's. Nudeln. Weißt du, was ist an Fleisch? Junge, komm doch mal runter, du Psychopath, Alter. Hör auf, die Nudeln wegzuwerfen, Mann. Die kann man doch noch essen, du Vogel, Mann. Steck dir deine Fleischsoße einfach sonst wohin, Digga. Bruder, die kann man noch essen. Die kann man noch ohne Nudeln essen, ohne Soße essen, Mann. Was stimmt denn mit dir nicht, Digga? Verkehrt. Warum filmt ihr mich eigentlich? Ich verstehe das nicht. Es ist eine Situation, in der ich auch ja, eigentlich Georg, für mich sein möchte. Georg, nein! Ach, Georg. Was machst du denn, Georg? Du. Das Handy ist kaputt von Georg, Leute. Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Oh. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Oh, shit. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Das tut mir leid. Hast du denn keine Rhino Shield Schutzhülle? Nein. Ich habe eine Rhino Shield Schutzhülle und damit wäre das nicht passiert. Kannst du fallen lassen, wie oft du willst. Geh fehlersicher. Ja, frag mal Orange im Orange, Alter, wie oft man eine Rhino Shield Hülle fallen lassen kann. Was ist denn eigentlich mit dir? Cheyenne ist eine von denen, die meinem Essen das Essen wegessen. Eine Vegetarierin. Eine Vegetarierin. Die ernähren sich von Gras. Ja, die ernähren sich von Gras. Die fressen nur Gras und Kuhscheiße. Ja, ist so. Nur Gras essen, das ist so ungesund. Du stirbst viel früher. Man braucht Fleisch, um ein richtiger Mann zu sein. Sie wird ihre Haare verlieren. Ich will doch keine Frau mit einer Glatze. Leute. Alter Mann, ist das dumm, Junge. Also das stimmt eigentlich alles gar nicht, was ihr da... Also eigentlich ist es bewiesen, dass Vegetarier und Veganer deutlich länger leben als Fleischesser. Genau. Und es ist auch eigentlich sehr gut für diese Gesundheit. Okay. Also für diese Gesundheit. Für diese Gesundheit im Generellen. Und man kann auch die fehlenden Proteine durch Hülsenfrüchte aufnehmen. Es war super spannend, was Georg mir gerade alles erzählt hat, dass...
Als ob jetzt diese Serie so einen moralischen Umschwung bekommt, wo es plötzlich darum geht, dass Vegetarismus und Veganismus auf jeden Fall... Also das finde ich cool, das finde ich sehr lobenswert, ich finde das nice, aber es ist so dermaßen absurd, ey, das ist so dermaßen absurd, dass das jetzt so mit in diese Serie einfließt. Ich finde das so krank, Mann, ich finde das so krank. Dass man seine ganzen Proteine durch Hülsenfrüchte zu sich nehmen kann und ich hab Cheyenne komplett missverstanden und ja. mich verhalten wie ein Vollidiot. Alle denken so falsch von ihr, sie ist keine abgehobene Bitch, sie ist so... Sie ist echt toll. Ich muss sie jetzt suchen gehen und mich entschuldigen. Jeder macht mal Fehler. Ja. Ja. Da ist dein erstes Mal war. Meinst du, er hat einen großen? Keine Ahnung, ich habe gar keinen Vergleich leider. Aber eher so zwei Hände oder so eine. Eher so zwei Hände oder eher so eine. Was? Dreckig? Nein. War er dreckig? Ja, wahrscheinlich. Oder ist er ein Schweinejunge? Wollte er das... du ihn Daddy nennst? Nein. Hast du verschluckt? Doggy-Style oder? Weder noch. Leute, Frau Ostermann kam rein, Alter. Und da ist gar nichts gelaufen, ja? Also, ich weiß nicht, spricht man über sowas? Ja, Daddy! War er komplett rasiert oder nur so ein bisschen? Können wir kurz reden, Cheyenne? Könntet ihr vielleicht ganz kurz rausgehen? Sicher? Ist ja auch einfacher, dass anstatt sie rausgeht, schickt sie einfach alle anderen raus. Mega nice von Cheyenne, wirklich. Cheyenne ist echt am Boden geblieben. Ja, okay. Los mit es. Ich habe mit Georg geredet und hat mir viel über Veganer erzählt. Viele Dinge, die ich gar nicht wusste. Man kann sich im Endeffekt seine ganzen Proteine mit Hülsenfrüchten zu sich nehmen und es gibt viele Ersatzstoffe, ich möchte mich auf jeden Fall jetzt auch bewusster ernähren und es tut mir wirklich leid, dass ich so dumm gewesen bin und dachte, dass du eine Glatze bekommst. Also ehrlich, tut mir wirklich leid, Mann. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich dachte, du kriegst eine Glatze, aber ey, Ehre auf deine Augen. Tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. War nicht in Ordnung. Oh, irgendwie sind die süß. Maximal unauffällig auf jeden Fall. Vor allen Dingen hier unten. Warte mal ganz kurz. Seht ihr da? Also ich sehe da keinen Unterschied zu The Grudge. Das ist Stanley. Ich finde es süß, dass du das sagst. Und ich weiß, du wolltest nur das Beste. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja, ich weiß. Es tut mir auch leid, wenn ich dich verletzt habe. Können wir es einfach vergessen? Können wir es einfach vergessen? Nee. Oh! Mega süß, ja? Mega süß! So, Grudge darf nicht hingucken, Alter. Vielleicht bin ich tatsächlich verliebt. Schwör mega süß, ja. Keine Ahnung. Irgendwo ganz tief in mir drin glaube ich ja nicht, dass Stanley wirklich so ein Fuckboy ist. Er hat so eine ganz andere Seite, die ich jetzt an ihm kennengelernt habe. Ja, er ist jetzt auch ich Veganer. Ich hoffe wirklich, dass es nicht nur Show ist, um mich ins Bett zu bekommen. Ja. Ich mag ihn wirklich. Ich habe das wirklich noch gar keinem gesagt, also... Was jetzt genau? Ja, ich habe schon länger so ein Gefühl, wo ich aber nicht länger drüber nachgedacht habe. Es ging ja auch nie um mich, aber seit gestern, weißt du, ich sag's einfach... Manchmal, aber nur manchmal. Ich sag's einfach raus. Ich glaube, ich mag dich. Okay. Ja, ey. Ey, ist doch cool, wir mögen uns. Nice. Oh, danke. Ja, also nicht so als Freund, sondern schon so ein, na, ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob ich auf Mädchen stehe oder nicht, oder, und, da in seinem Kopf geht eine Menge Kopfkino, ob man sieht das. Ja, zum ersten Mal frage ich mich, wer ich eigentlich bin. Du bist Drechsler, dein Lieblingsessen ist Brot. Okay. Wir sollen in den Versammlungsraum. Wurde gerade in die Klassengruppe geschrieben wegen der Fotos. Ach, weißt du. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir die Versammlung schwänzen. Herr Braustermann, ich habe Ihnen gerade noch die Bilder von Just und mir geschickt. Ah, danke dir. Ich bin
durchweg positiv überrascht, was für tolle Leistungen ihr in den Projekten gezeigt habt. Es ist wirklich unglaublich. Also ihr seid ja doch zu was Nutze. Also wirklich top. Ihr seid ja tatsächlich gar nicht, wie anfänglich gedacht, alle unter 50 IQ-Punkten. Georg, du bist drüber auf jeden Fall. Bei den anderen Schülern, naja, sie haben es knapp drüber geschafft. Schön, dass ich hier mit der Sonntagsschule so eine tolle Zeit bis jetzt habe und keiner erzählt hat, was ich Webcam-Shows mache. Und es gibt natürlich einen Sieger und der hat etwas ganz, ganz Besonderes geleistet. Achtung. Oh mein Gott. Was? Wie können Sie ihn jetzt wieder hierher bringen? Wissen Sie, was er mit meiner Freundin gemacht hat? Deine Freundin? Ich. Entschuldigung? Ja. So viel Autorität. Wow. Ich kann es überhaupt nicht fassen, dass Zeus wieder zu uns zurückgelassen wurde. Ich meine, durch Stanley konnte ich das meiste schon wieder vergessen. Aber in dem Moment kam alles wieder hoch, als er reingekommen ist. Er hat mich festgehalten und gestalkt. Und jetzt ist er einfach wieder da. Gut, der ist halt in deiner Klasse. Also, der wird jetzt nicht aus deinem Leben wahrscheinlich verschwinden, weil der halt in deiner Klasse ist. Also nach Hause zu schicken. Oh ja. Denn schaut euch mal dieses Foto an. Ach. Zeus und Jolene. Er ist, sie ist in der Badewanne. Das Mega. Ist ein sehr, sehr besonderes Bild. Das hat ja nichts mit Kunst zu tun. Das ist ein sehr, sehr besonderes Bild. Nein, warte. Also ich kann das alles erklären. Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen. Ich habe mich jetzt komplett geändert und ich will Künstler sein und deswegen habe ich dieses Foto mit Jolene gemacht. Naja, das ist halt, ja, ein romantisches Foto. Wir haben zu zweit ein romantisches Foto gemacht. Und ich habe, wir haben jetzt ja auch gewonnen. Also, ja, ja. Das ist ja ein Kunstfoto. Ja. Von uns beiden. Oh aber nein, der arme Kenneth, ey. Nein. Kenneth, die ist jetzt schon seit mehreren Wochen nicht mehr deine Freundin. Komm mal bitte klar. Naja, es ist halt ein romantisches Foto. Es ist ja für den Wettbewerb, für Zweisamkeit. Es ist creepy. Das ist doch nicht Kunst. Nein. Egal, Leute. Auf jeden Fall, dieses Foto ist ja, das Siegerfoto des Wettbewerbs. Und deshalb gibt es für Zeus und für Jolene ein Candlelight-Dinner heute Abend. Wirklich? Wirklich. Ein Candlelight-Dinner? Geil, ey. Das ist mega. Ja, super romantisch. Mega schön, Mann. Ich ruf sie gleich mal an. Vielen Dank, Frau Ostermann. Was braucht der Zeus? Jolene? Du, Drechsler, hast du dir schon mal überlegt, vielleicht erstmal auszuprobieren? Also einen Jungen zu küssen? Ich glaube, so wie ich Drechsler kenne, Drechsler hat sich noch nie irgendwas in seinem Leben überlegt. Also ist Drechsler ist einfach nicht so der Kerl, der überlegt. Drechsler lebt, aber der überlegt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Drechsler ist einfach Drechsler. Ein Stück Brot. Ah! Oh. Du kannst es abgeben! Du kannst es abgeben! Ich habe das Gefühl, ich muss abbrechen. Ich kann keine Lehrerin sein. Es geht nicht. Hä? Dann mach doch Camgirl. Du hast mich lange genug wie Scheiße behandelt. Du bist kein Freund. Du bist ein Armer. Oh ja! 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 Es gibt eine Schlägerei. Geil! Hey Leute. Das war aber jetzt hier, das war schon echt heftig, das war schon krass, ja, also da muss ich jetzt auch mal meinen Hut ziehen hier vor der Regie. Ja.